willkommen zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs in der 2.6.3 Version. Das wird auch vorerst so bleiben, obwohl eine neue Version in Aussicht ist, die kurz vorm Release steht. Ja, ich werde auch weitermachen. Und die letzte Folge wurde ja je beendet aufgrund von extremer Überziehungsgefahr. Da hatte ich mich ein bisschen verkalkuliert. Okay, wir machen jetzt weiter an der Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Viel Spaß. Adanos sei Dank, du hast ihm und mir einen großen Dienst erwiesen. Hier, nimm diese Spruchrollen von mir. Ich bin sicher, dass du sie gut gebrauchen kannst. Ja, das finde ich gut. Okay, das lassen wir erstmal. Jetzt will ich erstmal mich umziehen und dann die Spruchrollen angucken. Vielleicht gibt es ja welche, die wo da richtig gut sind. Wo sind die Umzugsklamotten hier? Manchmal ist es wo ist es denn? Die roten? Ja, heute. Ach ja, ich habe verkauft und deswegen hat sich die Position geändert. Ja. Okay, was haben wir denn hier an Neues? Todesrauch, vergessene Angst, Feuerfall, kleiner Feuersturm, schwere Wunden heilen, Geysir, Untote vernichten, Eis von Eisblock. Was Besonderes? Moment mal, nee. Doch, hier, da, das sieht neu aus. Böses vernichten, okay. Heiliger Fall, großer Feuersturm ist auch mal wieder dabei, das ist gut. Ja, okay, nur um mal zu gucken, was wir alles haben. Hier Fleischwanze, aber ich habe ja keinen. Ach ja, okay. So, abspeichern. Was machen wir denn jetzt noch? Gibt es denn noch irgendwas? Außerdem, dass er mich mal unterrichten könnte. Dann würde ich sagen, nachdem ich kurz kontempliert habe, was ich dann machen werde. Oh, da fliegt eine Feder. Ich bin mal durchs Logbuch gegangen und bin mal hier auf mächtige Waffe gegangen und dann steht natürlich noch ein Hinweis. Ich sollte lieber erst eine Mission auf Corinnes erledigen und von Lord Baldwin erfahren, wie es weitergeht. Vielleicht komme ich da eines Tages nach Corinnes zurück. Okay, und kann mir die Waffe holen. Dann werden wir da mal hin. Es ist schon ein bisschen verzwickt, wie ich denn wieder zurück nach Corinnes komme. Leute, ich habe, glaube ich, über eine Dreiviertelstunde gebraucht, um hier an diese Höhle zu kommen. Wenn man da hier in die Richtung weitergeht, dann kommt man zu Kilian, über 1000 Stufen und überhaupt. Also dann ist er da irgendwo so rum. Weil ich wieder zurück nach Corinnes will. So, und da habe ich mir meine eigenen Let's Plays nochmal eben überflogen, bis an die Stelle, wo es dann diesen Übergang gab. Na also, und zwar diesen hier. Und auf der Karte von Jakendar konnte man nicht sehen, wo man sich befand. Das war sehr, sehr, sehr schwierig. Und vor allem der Übergang, den hatte ich ja vor zig Folgen, hatte ich den ja gehabt. Und dann hat man den auch nicht so im Hinterkopf. Aber K wie Kilian, K wie Corinnes, da ist also wieder zurückzukommen. Wenn es einen anderen Weg gibt, gerne eine Beschreibung dafür. Danke. So, und da sind wir nämlich hier. Nämlich hier in dieser Höhle. Und jetzt muss ich aber selber nochmal gucken, wo wir denn da unten rauskommen. Das müsste eigentlich, wenn ich nicht recht entsinne. Ja, richtig. Gegenüber vom einer Sternwarte sein. Ja, und dann gucken wir mal, ob ich richtig liege, dass mein alter Freund Dandolo, da bist du ja. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Lass ich dich hier, ich glaube, ich lasse dich hier in Ruhe trinken und jetzt gehen wir mal zur Varaninsel und mal gucken, ob da irgendwelche Peoples, also hier, wie, weiß ich zum Beispiel nicht mehr, was im Logbuch stand. Aber ich gehe jetzt zu meinen leitenden Leuten, die mit leitenden Funktionen sind. Zum Beispiel Gernot. Martin. Harald. Ja. Ich glaube, ich habe mich mal wieder vertan. Kann ja mal vorkommen. Okay. Ich habe die richtige Rüstung an. So, hier ist Wulfka. Hier ist André. Ende. Nichts.
Schauen wir nochmal unter wichtigste Missionen. Nein, nicht dahin, sondern hier unter Stopp. Wichtigste Mission. Da sollte man immer gucken, was man da verwechselt hat. Und zwar wichtige Missionen auf Korinnes. Die Buddler von Fischer Albatros gebracht. Das haben wir gemacht. Gernot genug Erz gegeben. Haben wir gemacht. Onas Hof von den Orks zu befreien. Bevor ich aber den Belagerten helfe, sollte ich erstmal bei Lord André über die Lage erkunden und dessen Aufgaben erfüllen. Also fehlt hier noch was. Gernot blinde schwarze Magier informiert. Okay. Cedric aus der Geschichte. Ja, das muss ich auch noch machen. Yep. Ich glaube, ich habe einen Hinweis in meinem Kanal bekommen bezüglich der Missionen. Da gucke ich noch mal eben rein. Ja, hier bin ich wieder. Das war in Vino Veritas übrigens, der da geschrieben habe. Ich würde mich ab nun mehr um den Queststrang in Korinnes Stadt und auf Onas Hof Lord André kümmern. Die Stadt selbst kannst du in Kapitel 3 befreien. Ist aber noch kein Muss, aber Quest Grand Donschak, Feldherr Marduk, Bündnisentscheidung, Befreiung Onas Hof und Befreiung Cedrics sind unbedingt zu erledigen, um endlich weiterreisen zu können. Dafür erstmal herzlich vielen Dank. Dann werden wir mal Dandolo holen. Plump. Yep, einrendern. Dandolo. Und erstmal komm mit. Komm mit. Auf geht's. Yep. Das ging ja nochmal gut. Warum? Warte mal. Ich will dich wohin schicken. Und zwar... Ach, übrigens mal gucken, was hat er eigentlich für Waffen? Ja. Arsenal. Ja. Gut. Als eine Schlachtaxt. Die hat Schaden 140. Vielleicht kann ich ja eine bessere Waffe geben. Oh nö, da wird nichts draus. Okay, brauchen wir nicht machen. Dann warte auf mich. Warte auf mich. Ich gehe jetzt am besten alleine weiter. Ich möchte gut. Ganz wo gerne, wollen wir uns treffen? Dass er in die Nähe vom Orleans Taverne, Pass von Korinnes, Xardas Turm, Sterben, Warte, Kloster, Flüchtlingslager. Ja genau, dass er am besten in der Nähe von der Stadt ist. Warte auf mich, auf Onas Hof. Genau, richtig. Na gut, dann gehe ich mal los. Denn ich muss ja noch einige Quests erledigen. Und zwar, okay, erstmal ein bisschen Abstand nehmen, damit ich dann zur Hafenstadt mich teleportieren kann. Dann muss ich ja wieder mal hier wieder meine Bündniskleidung anziehen. Die da ist. Orksöldnerrüstung. Wo ist sie? Leichte nur. Mhm. Ich sollte die verbessern. Okay, jetzt muss ich gucken, wo meine Hafenstadt-Rune ist. Jawohl, jetzt bin ich drin. Okay, die richtige Rüstung habe ich auf. Schön, cool, speichern. Oh, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen reorientieren, denn auf Anraten von In Vino Veritas, Donschak müsste ich erledigen, dann das, was steht da noch? Grand Donschak, Feldherr Marduk, Bündnisentscheidung, Befreiung auf Onas Hof. Das ist eigentlich ein ganz guter Leitfaden, den ich versuche gut umzusetzen. Ich will eigentlich zur Kaserne hin. Genau, richtig. So, wen haben wir denn hier? Also auf jeden Fall gucken wir mal hier rein. Hä? Hier ist nur Hamlet. Ich will nochmal hier mit ihm, mit Cedric reden, der keine Gesprächsoption hat. Und jetzt war doch immer eine leitende Funktion. Ist er hier drin? Nein. Dann ist er... Nee. Uhrzeit 17.07 Uhr. Scheiß Wetter. Ich habe wenig Mana. Und werden wir mal eine Runde schlafen. Das geht gar nicht. Das ist ja interessant. Ich kann in den Betten nicht mehr schlafen. Also ich hatte das ja schon mal gehabt beim Eremiten. Und dann stoppt das hier auch. Hat
das zu bedeuten, liebe Zuschauer? Ich komme hier auch nicht weiter. Das kannst du nicht unterbrechen. Uiuiuiui, das ist jetzt sehr komisch. Jetzt hat er aufgehört. Mal gucken. 0:01. Das ist wie verhext jetzt. Verdammt, was ist los? Ist das so gewollt? Verstehe ich nicht. Bis 0 Uhr konnte ich schlafen und das war's dann. Wo ist da der Fehler? Jetzt schlafe ich mal. Hier oben? Davon habe ich noch verdammt, gar nichts gewusst. Was ist los? Verdammt, was ist los? Auch nicht. Aha. Parktastenkombination. Jetzt ist es 8:01. Wäre schön, mir einen Kommentar dazu zu schreiben. Auf jeden Fall. Aber dafür habe ich auch keinen Mana mehr, ne? Ja, dafür ist es auch nicht aufge... Das ist ja ein Ding. Das ist echt ein Ding. Ork-Söldner, Ork-Krieger. Ork-Wache. Ork-Speer. Ja, dann gehe ich zu Grant jetzt hin. Um mich entscheiden zu lassen. Oder eine Entscheidung zu bringen. Ich sollte doch eigentlich noch mit Donchak quaken. Also sorry, dass ich jetzt verwirrt bin. Aber ich will das hier auch zeigen. Next. Stopp. Ja, ja, das war klar. Grimok. Hm. Was soll ich machen? Hier muss ich mal stoppen. So, da ich Donchak immer noch nicht gefunden habe, werde ich mal Grant was fragen. Du wolltest mich sprechen. Bilde mich im Ei. Okay, das ist jetzt... Du wolltest mich sprechen? Ja, gut, dass du kommst. Du hast jetzt die Chance, ganz groß bei uns einzusteigen. Wie meinst du das? Donchak will, dass ich mit meinen Männern das Orkheer beim Kampf gegen Lord Andres Männern unterstütze. Hm. Wenn es mir jetzt gelingt, entscheidend zu unserem Sieg beizutragen, wird mich Donchak mit Sicherheit zum General befördern. Und wenn du mir dabei hilfst, sollst auch du nicht zu kurz kommen. Wie soll ich dir denn dabei helfen? Geh zu Khaled, dem Anführer der Söldner auf Onas Hof, und biete ihm ein Bündnis an. Wenn er bereit ist, uns zu helfen, Lord André zu besiegen, werden die Orks ihn und seine Männer in Ruhe lassen. Ja, noch mehr. Ich sorge dann persönlich dafür, dass er an der Beute beteiligt wird, die wir noch machen werden. Wieso sollten euch Khaleds Söldner helfen? Vielleicht ziehen sie es ja vor, sich mit Lord André zu verbünden. Das glaube ich nicht. Khaled und seine Männer sind geflohene Verbrecher aus dem Minental. Der König hat sie für vogelfrei erklärt. Sie haben also allen Grund, sich vor Lord André in Acht zu nehmen. Wenn du meinst. Aber was habe ich davon? Wenn du mir hilfst, Khaled auf unsere Seite zu ziehen, kannst du einer von uns werden. Das heißt, ich kann dann Ork-Söldner werden. Genau das und noch mehr. Du wirst dann mein engster Vertrauter. Evans wird beseitigt und du sollst einen großen Anteil von der Beute bekommen, die wir noch machen werden. Nun, wie gefällt dir mein Vorschlag? Ja, ja, das, die Entscheidungsgeschichte hatten wir schon, die habe ich aber nicht gemacht. Für Belia, für Innos. Ja, bin ich fies oder bin ich gerecht? Das ist die große Frage, was ich da mache. Okay, der Charakter, Roland ist ein Gutmütiger, also werden wir uns auch gutmütig entscheiden.
Ich denke, wir sollten unsere Zusammenarbeit hier beenden. Oha. Was? Du lehnst mein großzügiges Angebot ab? Mit Verrat und dunklen Geschäften möchte ich nichts zu tun haben. So, aber mein Gold hast du gerne genommen. Die bisherigen Aufträge konnte ich noch mit meinem Gewissen vereinbaren. Diesen aber nicht mehr. Gewissen? Glaubst du wirklich, dass jemand noch auf sein Gewissen hört? Ja, und darum trennen sich unsere Wege. Eigentlich müsste ich dich jetzt töten, da du meine Pläne kennst und dich mir offen als Feind gezeigt hast. Aber du hast mir bei Donchak den Arsch gerettet. Und darum hast du noch was bei mir gut. Du lässt mich also gehen? Ja, du hast aber augenblicklich die Stadt zu verlassen. Und um sicher zu gehen, dass du auch wirklich die Stadt verlässt, werde ich dich begleiten. Los, komm, ich bringe dich wieder zur Höhle. Mhm. Kann ich nicht noch vorher? Nein, keine Widerrede, komm. Okay, jetzt gucke ich mal eben kurz ins Logbuch rein. Mir da mal so ein... Erstmal gucken, was hier gescheitert ist. Oh, bis jetzt ist noch nichts gescheitert. Aktuelle Missionen. Liebesgilde, wo ist denn jetzt Donchak und sowas? Ach, es steht unter erfüllte Mission Donchak. Okidoki. Ich habe mich bei Grant gemeldet. Okidoki, dann haben wir das auch schon mal. Und auf aktuelle Mission Orksöldner auf Korinis. Grant bringt mich jetzt nun aus der Stadt. Ja, dann werden wir mal ihm folgen. Okay. Was ist passiert? Kann das sein, dass irgendwas hier völlig aus dem Ruder läuft? Okay. Na endlich. Ich dachte schon. Zuerst das Belia-Schlafen, dass ich also schlechte Träume habe. Dann irgendwann mal, also ich finde das, wenn das so gewollt ist, dann finde ich das gar nicht mal so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Und aber was ich ganz gerne wissen möchte, was die Ursache dafür ist, dass jetzt plötzlich, das war ja auch in dem einen Eremitenhaus da oben in den Bergen so, dass ich dann nicht mehr meinen Schlaf kontrollieren konnte und mir auch nichts gebracht hat. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, Grant, dann mach mal. Die Höhle ist ja hier irgendwo, ne? Das kann ja nicht so weit weg sein, genau, das ist die. Ja. Wie das dann weitergeht, ich kann mich natürlich jetzt da in Korinis nicht mehr blicken lassen, da in der Stadt. In Korinis in der Stadt, alles klar. Grant, ja, wird es jetzt grantelig. So, da sind wir, her mit deiner Rüstung. Du brauchst sie nicht mehr. Oh, kann ich nicht die Rüstung behalten? Es gibt im Wald wilde Tiere und... Das ist mir egal. Rück jetzt sofort die Rüstung raus oder es passiert was. Ich habe mich schon lange genug mit dir rumgeärgert. Naja. Hier hast du das Ding. Ich gebe ihm das mal. Hier hast du das Ding. Und die Sklavenklamotten gleich dazu. Dein Glück. Ich gebe dir noch einen Rat. Komm mir bloß nicht mehr in die Quere. Beim nächsten Mal sind wir Feinde. Kapiert? Okay. Stoppen, speichern. Jetzt will ich was ausprobieren. Und zwar werde ich mich ganz schnell wieder verkleiden. Genau, richtig. Und nochmal abspeichern. Denn wenn er hier mit mir Feind ist. Ja, okay. Sprech ihn mal an. Warte mal. Bilde mich im Einhalt. Das macht er doch. Okay. Gut. Dann ich will meine Kraft steigern. Das würde er auch noch machen. Okay. Und jetzt nippel ich ihn um. Oh, was eine schöne Waffe er hat. Ich habe nichts eingebüßt. Was hat er denn? Kriegsarmbrust. Okay. Pfeile. Aber wo sind die Rüstung? Die ist nicht da. Die Rüstung. So. Da ist nichts zu holen. Grant ist hin. Hat das Auswirkungen? Große Frage. Speichern. Gucken wir mal ins Logbuch rein. Orksöldner auf Korinis. Grant bringt mir also. Ich habe Grant die Rüstung der Orksöldner und die Sklavenkleidung zurückgegeben. Von nun an ist er mein Feind und ich muss damit rechnen, dass er mich angreift. Das wird er wohl jetzt nicht mehr machen.
Ja, weiter geht es. Wollen wir zu Onas Hof und die Orks befreien oder war da noch irgendwie was? Ich komme ja jetzt, da werde ich jetzt feindlich gesinnt. Da werde ich garantiert abgenippelt. Ich werde es aber trotzdem mal versuchen. Ob da irgendwer... Ich möchte dich fertig machen. Ja, alles klar. Ja, okay. Okay, lass ihn mal da. Dann werden wir uns mal, auf welche Taste habe ich das? Grünes Großbauer. Ging gerade nochmal. Und hier ist mein Dandolo. Schön. Ja, Dandolo. Du bist Soldat. Ja, Leute, Leute. Sorry, sorry, sorry. Ich weiß. Bootsmann-Rüstung. Komm. Mit. Komm auf. Gut. Dafür werde ich mich wieder umziehen. Und jetzt gucken wir uns mal den Feldherr an, den Marduk. War der denn jetzt? War er denn jetzt? Das war doch klar. Ja, muss wieder einrendern. Sorry, irgendwie ein bisschen problematisch. Ich hoffe, dass er das jetzt einigermaßen raffte. Weil nach dem Teleport das oft ist. Ja, die Sache anders ausgegangen. Das war noch schon vorher. Okay. Bevor wir da runtergehen, werde ich auf alle Fälle nochmal abspeichern. Ja, dann schauen wir mal, ob wir angegriffen werden. Keine Ahnung, sag du es mir. Ich weiß es nicht. Okay. Na, Leute. Los hier. Sorry, dass ich hier so Anfangsschwierigkeiten habe. Morgen ist ein großer Tag und da habe ich ein bisschen Bammel vor. Das hatte ich ja schon in einer Folge erzählt. Ja, die beiden sind hin. Speichern. Ja, Befreiung Onas Hof, das sollten wir ja machen. Oh, war ja. Weiß nicht, ob das jetzt was bringt. Moment mal, kann ich eigentlich rennen? Ja, kann ich. Gut. Hier habe ich immer einen Aussetzer. Warum? Das ist hier so ein Secret Place? Ist doch alles okay. Naja. Okay. Es ist echt... wie verhext. Ich glaube, ich muss mein System neu starten. Dann mache ich weiter. Also dann lade ich nochmal neu ein. Ja, liebe Leute, es ist Folgendes passiert. Und zwar Folgendes. Ihr habt ja die Anfangsschwierigkeiten so ein bisschen mitgekriegt. Ich hatte mit Dandolo die ersten beiden Orks vernichtet, habe dann abgespeichert und wollte weitermachen. Dann hing das System. Und dann habe ich diesen Speicherstand nochmal neu geladen. Und dann hatte ich überhaupt gar keine Reaktion mehr. Dann lief alles total ruckelig. Und andere Speicherstände waren zum Glück okay. Aber das war ein ganz komisches Phänomen. Und ich bin dahinter gekommen, dass ich sozusagen, beziehungsweise dass zum allerersten Mal der Speicherstand zerschossen wurde. Das hatte ich noch nie gehabt. Also ich habe nämlich immer eingeladen. Also ich habe gespeichert. Dann habe ich Odyssey beendet, dann habe ich eingeladen, dann ging der zerschossene Speicherstand ganz normal. Dann habe ich den gleichen Speicherstand wieder eingeladen und dann kam dann dieser komische super lange Diashow-Ruckelfehler. Das nur so nebenbei, aber ich möchte doch ganz gerne mal hier nicht die ganze Zeit auf den Ärschen von den Ochs gucken. Jetzt kommt unser Dandolo, der hier mal was reißt. Genau, richtig. So, und dann habe ich nämlich ab hier, nämlich mal gespeichert. Das will ich jetzt mal machen. So, das habe ich hiermit gemacht. Gehe ich hier hin und loote die Peoples. Ja, jetzt habe ich wieder diesen noch mit Ruckler. Hier ist irgendwas faul. Ab hier ist definitiv was faul.
Dann nicht in den Dolokan killen. So, jetzt speichere ich nochmal auf einer ganz anderen Stelle. Speichern machen wir mal hier hin. So, und jetzt lade ich mal ein. Und so sieht das dann aus. Da war doch nicht der Speicherstand zerstört, sondern ist irgendwie generell ein Fehler. Ja, an dieser Stelle muss ich eine Riesenpause machen, weil ich hatte nämlich einen Ladefehler gehabt oder beziehungsweise mehrere Ladefehler, als ich hier die Orks angegriffen habe und habe versucht, den Fehler einigermaßen zu eruieren. Das war immer in diesem Bereich, als ich die Orks angriff. Und ich werde es jetzt nochmal versuchen und ich hoffe, ich habe alles ausprobiert. So, du bist kaputt, Nick. Und du bist auch kaputt. Gehen wir hier hin, holen die Crush Aggish und hier den Ork-Krieger. Die Sachen aufpassen. Ah, da kommen noch mehrere. Und da gibt es wieder eine lange, lange Pause. Ja, das sieht aus, als würde ich da wieder Fehler haben. So, bevor ich da loote, werde ich jetzt mal sicherheitshalber speichern. Und dann loote ich mal weiter. Ich habe jetzt noch nicht irgendwie Odyssey neu gestartet. Das war ja das Lustige. Weil immer, wenn ich Odyssey neu starte und irgendwie neu aufnehme, dann lade ich den allerersten Spielstand oder den letzten Spielstand besser gesagt. Und, nicht zu plündern. Ja, ja. Und jetzt kommen noch mehr. Ja, das ist diese komische Stelle. Immer an dieser Stelle macht er diese Pause. Warum das so ist, weiß ich nicht. Da, sorry, ich habe da alles Mögliche probiert. Es liegt nicht an meinem System. Ah, da klettert jetzt der Ork rum. Ah, shit. Okay. Das liegt nicht an meinem System. Es lag auch nicht am Renderer. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich jetzt so komisch ausgewählt habe für die, ja, was ich bei Grant gemacht habe, wie ich mich entschieden habe. Und immer an dieser Stelle, Leute. Habe ich sonst nie gehabt. Never ever. So, und jetzt speichere ich nochmal ab auf dem anderen Speicherstand. So, jetzt habe ich Odyssey nochmal neu gestartet. Jetzt nur halt eben nur zu Demonstrationszwecken. Vielleicht könnt ihr mir ja, wenn der Fehler wieder auftritt, weiterhelfen. Das wäre sehr gut. Okay, also. Ja, ich werde mal wieder pausieren. Das will doch keiner mehr hören. Ja, okay. Ihr seht ja den Renderer oben. Dann mache ich das immer so, dass wenn ich den Stand, nachdem ich neu gestartet habe, eingeladen habe, dann mache ich einmal hier so ein, ne, so, damit sich das alles reingerendert hat. Und dann lade ich den gleichen Stand hinterher nochmal, damit es gleichflüssig weitergeht. Das werde ich wieder tun. So, bis hierhin hat er schon mal eingeladen. Jetzt kann ich echt nur hoffen, dass ich den Fehler behoben habe, also so wie ich vorgegangen bin. Das will doch keiner mehr hören. Es scheint zu funktionieren, liebe Leute. Denn ich habe hierfür mindestens... Nicht zu holen. Ich muss erstmal nochmal looten. Mindestens, glaube ich... Zu holen. Oh, dreieinhalb Stunden. Drei Stunden, Stunden gebraucht, weil ich habe angefangen mit Dandolo. Ja, hier, warum die Stelle hier hakelig ist, ich weiß es nicht. Aber ich dachte immer, das wäre der Auslöser für die nicht mehr ganz... komplett reingeladenen Geschichten. Also das sah dann so aus, dass er dann also immer so Diasho, also super, super langsam war. Das nur als Schlussinformation. Und ich hoffe, dass ich so weitermachen kann in der nächsten Folge. Das werdet ihr dann sehen. Aber schreibt trotzdem einen Kommentar und macht einen Daumen. Sorry, dass ich das jetzt zeigen muss, aber wir sind ja auch schon ein bisschen in der Zeit. Hier immer an dieser Stelle, was da los ist, weiß ich nicht. Also, ciao.